Im November 2011 waren mehr als eine halbe Million Menschen im Alter zwischen 55 und 64 Jahren arbeitslos gemeldet. Gut die Hälfte von ihnen bezieht Hartz IV, so die Statistik der Bundesagentur für Arbeit. In Wirklichkeit sind es mehr, denn jeder Arbeitslose, der 58 oder älter ist und mindestens 12 Monate lang Hartz IV bezieht, ohne ein Jobangebot bekommen zu haben, fällt aus der Arbeitslosenstatistik heraus. Die Große Koalition hat diese Vorgabe schon 2008 beschlossen. Die Bundesagentur sieht sich nur als ausführendes Organ. Die Jobcenter-Mitarbeiter müssen sich natürlich weiter um diese Menschen kümmern und auch ihnen helfen, dass sie möglicherweise aus Hartz IV wieder herauskommen. Das hat nichts damit zu tun, ob sie in der Arbeitslosenstatistik erscheinen oder nicht. Die Grünen werfen der Bundesregierung vor, die Statistik zu schönen. Denn würden alle älteren Arbeitslosen statistisch erfasst, läge die Arbeitslosenquote der über 55-Jährigen bei 9,7 und nicht wie bislang bei 8%. Das Bundesarbeitsministerium weist die Vorwürfe zurück. Das eine ist die ganz enge Statistik der Arbeitslosen, aus der zum Beispiel auch die herausfallen, die vorübergehend erkrankt sind oder die in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sind. Wir haben daneben eben die Statistik der Arbeitssuchenden und der Unterbeschäftigung. Und in beiden Statistiken wird seit Jahren explizit und sehr, sehr transparent ausgewiesen. Zudem seien es vor der Neuregelung 2008 noch viel mehr ältere Arbeitslose gewesen, die von der Statistik nicht erfasst worden waren.